da ist das Abenteuer dann auch irgendwann mal vorbei. Auf der Friedensdemo in Bonn, wo 100.000 Leute waren, da wurde es leider nicht gespielt. Ne? Also zu dem Zeitpunkt, als ich diese Ansage mache, stehen 10, 15 Kollegen von uns mit Knüppeln auf der Bühne und sagen, okay, geht los. Es gab da tatsächlich ein Problem mit Nazi-Punks. Diese Gang um Slime rum hat auch einen ganz großen Anteil an dem Erfolg der Band gehabt. Und dann haben auf jeden Fall die ersten Punks mit 20-Mark-Scheinen im Publikum gewedelt. Da war so eine ganz komische Atmosphäre. Ne? Dicken, komm mal vor, der Typ hier ist Slime. Und jetzt Kohle raus. Dinge, auf die ich nicht stolz bin in meinem Leben. Deutschland muss sterben, damit wir leben. 1988 haben wir schon darüber gesprochen. Klaus von Donani hat diese, als Bürgermeister hat quasi Ehrenwort verpfändet. Dafür gesorgt, dass die Menschen in der Hafenstraße bleiben konnten. Nee, wir mussten, also, ja, Moment. Also, er hat gesagt, ich verpfände mein Ehrenwort als Hamburger Bürgermeister. Es wird nicht geräumt, wenn ihr die Barrikaden abbaut. Und dann haben wir lange Diskussionen geführt, weil wir uns damit natürlich dann auch wiederum wehrlos gemacht haben und weil wir nicht wussten, ob wir dem Ehrenwort des Hamburger Bürgermeisters, der auf der anderen Seite steht, vertrauen konnten. Haben uns dann aber nach langen Diskussionen dazu durchgerungen und haben gesagt, okay, wir bauen die Barrikaden ab und dann ist eben nicht geräumt worden. Und dann geht so eine juristische Phase los, die dann irgendwann, das weiß ich jetzt nicht mehr, wann das war, aber mit tatsächlich ja dann mit Verträgen endet. Und heute wohnen da immer noch im weitesten Sinne unsere Leute, aber eben tatsächlich dann mit Verträgen. So, ne? Ganz legal. Ja, und du hast ja eben auch schon gesagt, dass Klaus von Donani, wenn er sich dafür jetzt so feiern lässt, in der Form als Befreier der Hafenstraße oder als dass er die Situation so geklärt hat, dass du es ein bisschen anders siehst, dass er quasi gar keine andere Wahl hatte in dem Sinne. War es nur das oder war es auch ein bisschen schade, so dass es für dich im Endeffekt, dass es nicht eskaliert ist? Oder habt ihr euch wirklich als Gewinner gesehen? Das mit dem als Gewinner sehen, weiß ich noch. Also vielen von uns, wir haben das irgendwie zähneknirschend auch gemacht, die Barrikaden abgebaut. Ne? Also das weiß ich auf jeden Fall noch, dass das auch mein Gefühl war. Ob wir nicht jetzt hier, also offiziell stehen wir als Gewinner da, aber inoffiziell war ich mir nicht sicher so, ne? Aber wie gesagt, es eskalierte dann auch dermaßen und es hätte, also wenn der Tag X gekommen wäre und sie hätten wirklich versucht zu räumen, das wäre wirklich blutig geworden. So. Und dann, ob du das dann noch willst, also nochmal dazu zurückkehrend, da ist das Abenteuer dann auch irgendwann mal vorbei. Ja, da geht es dann um deine körperliche Unversehrtheit oder um die nächsten 6, 7, 8 Jahre deines Lebens, ob du die hinter Gittern verbringen willst. So, ne? Und insofern im Nachhinein muss ich auch sagen, okay, es ist gut, dass es nicht geräumt wurde, ganz klar. Also das wäre heftig geworden. So. Denn all die Sachen, die wir in den Häusern und vor den Häusern hatten, über die erzähle ich jetzt mal nichts. Aber da gab es auch durchaus, und das wusste die andere Seite eben auch. Ne? Wir wussten, was wir zu erwarten haben, aber die andere Seite wusste auch, sie hat auch einiges zu erwarten. Ne? Das wäre auch nicht ohne gewesen. Aber im Nachhinein bin ich doch sehr froh darüber, ja. Ich glaube, sonst würde ich hier so in dieser Form wahrscheinlich nicht mehr sitzen und diese Geschichte erzählen können. Warst du eigentlich ein Rockstar zu der Zeit? Man durfte als Slime-Sänger kein Rockstar sein. So, ne? Also es war verpönt. Man hatte natürlich auch keine Groupies. Oder Groupies klingt immer so abwertend, aber ich meine es gar nicht abwertend. Ne? Also Frauen, die einfach Bock hatten, mit dir hinterher auch Sex zu haben, das war natürlich alles verpönt. Das geht natürlich alles gar nicht. Hat es aber natürlich trotzdem gegeben. So. Ich habe mich aber ehrlich gesagt auch bis heute nie so als Rockstar gefühlt. Ich habe mich auch nie so als Sänger gefühlt. Ich war immer irgendwie so der Punk-Lenin. Ne? Ich war immer so der Agitator da oben. Ne? Also es gibt ja auch Konzerte, in denen meine Ansagen zwischen den Songs genauso lang sind wie die Songs, die ich singe. Ne? So habe ich mich eigentlich immer gesehen, weniger als Rockstar. So, ne? Aber es war schon in der Zeit, wo wirklich dieses autonome Häuser besetzen auf dem Höhepunkt war, da war auch, ihr habt große Konzerte gespielt, seid viel getourt, also der Erfolg von Slime war sozusagen parallel zu dieser ganzen Hafenstraßenzeit, ja, oder? Ja, wir sind ja 85 aufgelöst, dann 90 wieder weitergemacht, aber trotzdem ganz klar die Zeit zwischen 79 und 85, das ist die Zeit, in der Slime, und da waren Slime auch immer stark, auch ja Demo-Parolen, wir wollen keine Bullenschweine, SASS, ACAB, Deutschland muss sterben, ja in catchy Refrains verpackt hat, ja auch in richtig, richtig gute Refrains zum Mitgrünen verpackt hat. Und ganz klar ist natürlich, unser Erfolg ist gekoppelt mit diesen
politischen Entwicklung und sehr oft eben mit den Militanten-Demos. Ne? Also wir sind ja nicht auf der Friedensdemo in Bonn, wo 100.000 Leute waren, da wurde Slime nicht gespielt. Ne? Also so, um es mal ganz klar zu sagen, da wurde Hannes Wader gespielt. Hat nichts gegen Hannes Wader, super Typ. Aber klar, ne? Also diese Musik war natürlich auch gekoppelt an diese Sponti-Anarcho, an die linksradikale Szene. So, ne? Du hast es eben schon gesagt, ihr habt euch 85 bzw. 84 habt ihr euch ja. das erste Mal aufgelöst als Slime. Und ich habe da einen Ausschnitt vorbereitet, das kennst du schon. Also es ist nichts aus einem Interview bisher, aber ich wollte das doch mal an der Stelle einspielen. Es ist das Intro von dem... Punkehallen in Berlin. Das war das Abschiedskonzert vor eurer Trennung und dazu gibt es ein Album und das ist das Intro. Also pass auf, ihr Scheiße, ja? Uns ist das völlig egal. Ob jemand aus Berlin kommt, aus Hamburg oder sonst woher, es ist völlig scheißegal. Verstehst du? Scheißegal, ob jemand schwarz ist oder weiß. Scheißegal, ob jemand Türke ist oder Deutscher. Scheißegal! Wir stehen hier mit dem Fenster! Ja? Und alle die Leute haben Bock drauf, dass wir spielen. Und ihr kleiner Scheißhaufen werdet dieses Konzert nicht in den Arsch machen. Sonst gibt es auf die Fresse, so satt und dann geht irgendwie auf die Fresse. Klar oder was? Komm! Was ist? Ja, nichts gefaked. Das sind keine Fake News hier, sondern ich stand da oben auf der Bühne. Wir haben damals immer, also ein Slime-Konzert gerade in Berlin war immer wie so eine St. Pauli-Auswärtsfahrt in späteren Jahren. Ne? Da waren also 20, 30 Leute um uns rum, dann noch die Betonkombo da, auch nochmal 20, 30 Leute, das war mal ein großes Happening. Und zu dem Zeitpunkt, als ich diese Ansage mache, stehen 10, 15 Kollegen von uns mit Knüppeln auf der Bühne und sagen, okay, geht los. Es gab da tatsächlich ein Problem mit Nazi-Punks. Hat es in Deutschland eigentlich, kannten wir nicht. Dead Kennedys hatten in Amiland ein richtig schweres Problem. Da ist die Punk-Szene von Anfang an richtig schwer Nazi-behaftet gewesen. Deshalb auch der Song Nazi-Punks Fuck Off. Und wir kannten das irgendwie nicht. Und da waren 1500 Leute und das waren irgendwie 40, 50 oder so. Und die sind ziemlich massiv aufgetreten. Und man konnte so sehen, wie die Leute keinen Bock auf eine Hauerei mit denen hatten. Ja, und da brach das so durch und dann ist da sowas rausgekommen. Es gibt wirklich Leute, die glauben, wir hätten das hinterher zusammen gefaked im Studio oder so, aber ich kann hier noch mal ganz deutlich sagen, nein, das war so. Ich stand da auf der Bühne mit 15 Kollegen mit Knüppeln in der Hand und wir haben gesagt, okay, dann geht's jetzt los. Ihr macht das nicht in den Arsch hier, das ist unser Konzert. So, ne? Und dann sind auch Leute auf die los und dann sind die auch rausgeprügelt worden. Ne? Ja. Ja. Und das ist dann in dem Moment, wie fühlst du dich in dem Moment, wenn du sowas machst? Kannst du dich da noch reinversetzen in die Situation? Auf jeden Fall. Es gehören auch die Jungs, die mit mir auf der Bühne stehen, mit Knüppeln in der Hand auch dazu. Diese Rückendeckung brauchst du auch in dem Moment. Ne? Also sich da ganz alleine hinzustellen, nun war der Rest der Hütte, das hört man ja auch an dem Beifall nach meiner Ansage, ist ja auf unserer Seite gewesen. Aber was ich eben schon gesagt habe, also diese Gang um Slime rum hat auch einen ganz großen Anteil an dem Erfolg der Band gehabt. Das war ein Happening. Das waren Leute von uns, die wir zum Teil hier auch als Gäste dann dabei haben. Und natürlich fühlst du dich auch geil, klar. Also mehr Adrenalin, da schmeißt du auch jedes Koks für weg, weil mehr körpereigenes Adrenalin wirst du wahrscheinlich außer beim Sex nicht haben, bei gutem Sex wohlgemerkt. Ne? So. Ja, wie kam es denn zu der Trennung von Slime? Naja, also 85 war es so, dass Stefan Mahler, dem sind die Ausverkaufsvorwürfe innerhalb der Szene, also von wegen Kommerzschweine und so, weil du dann 10 Mark Eintritt genommen hast. Großer Kommerz, Digga, weil man muss ja auch, das Spritgeld kriegt man ja umsonst und die Anlagen auch und die Übungsräume müssen auch nicht bezahlt werden und so weiter und du musst dann die Miete ja nicht bezahlen. Gerade als linker Musiker in Deutschland musst du Geld mitbringen, wenn du Musik machst. So, ne? Also so ist das in Deutschland einfach. In anderen Ländern ist es zum Glück anders, aber in Deutschland musst du Geld mitbringen am besten. Am besten musst du vorne am Eintritt musst du jedem Zehner in die Hand drücken. So. Und Stefan, das sind diese Ausverkaufswürfe oder uns allen wirklich sehr auf den Sack gegangen. Sind uns nahe gegangen auch auf jeden Fall.
Und dann ist es auch so, dass Stefan Mahler, der damalige Schlagzeuger, eben auch, er wollte kein Rockstar sein. Und das war dann schon so, dass wir sind ja, guck mal, wir sind gekommen aus Venues, die waren zwischen 200 und 500 oder so. Und plötzlich spielten wir vor 1500, verkauften in Hamburg zweimal die Markthalle aus. Zweimal 1200, 2400 Leute, die wegen dir da sind. So, das erreichte dann eine eigene, andere Dynamik und auch andere Venues und damit eine andere Ebene. Und Stefan ist da schon auch eine treibende Kraft. Das kann ich im Nachhinein auch durchaus nachvollziehen. Elf wollte das nicht. Ich war zu einem Zeitpunkt, habe ich auch gedacht, okay, jetzt irgendwie reicht das auch so. Ne? Ich wollte das auch alles nicht mehr hören. Hab gedacht, es muss auch noch irgendwas anderes geben. Es muss ein Leben nach Slime geben. So. Ja. Zu den, dazu gibt es ein Video, und zwar von der Beton-Kombo aus Berlin. Hast du ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Ja. Das zeige ich dir mal. Ziemlich links gleich anfängt zu reden ist Lobster und rechts mit Maske haben wir Heske. So. Genau. Ziemlich spektakulär. Wir haben ja, wie gesagt, Slime auf der Untergangstour kennengelernt und hatten mit denen ja auch so ein Buddy-Verhältnis und die haben uns dann angerufen und haben gesagt, wir haben ja eine Kurztour in Ampermoching und Stuttgart über das Wochenende, ganz gut handelbar. Und dann haben wir uns verabredet. Ich glaube, wir haben die Backline mitgeschleppt. Eske hat sich einen Bulli geborgt vom Kumpel. Und dann sind wir da runtergefahren. Das war halt irgend so ein Vorort. Ich kann dir noch nicht mal mehr genau sagen, wo das war. Super nette Punkrock-Location in so einem alten Gasthof, Bauernhof, habe ich so irgendwie in Erinnerung. Und auch der Typ, so Punkfrisur, überhaupt vollkommen unkommerziell. Und da ging es dann halt leicht so komisch los, dass die Eintrittspreise, glaube ich, von 5 auf 10 erhöht wurden. Weil dazu muss man natürlich wissen, wir haben die ganze Untergangstournee immer in besetzten Häusern gespielt. Da war halt immer irgendwie alles schlecht organisiert. Ich glaube, eine Pension gab es mal. Und ansonsten. Also gewohnt haben wir meistens in besetzten Häusern. Ah. Und das eigentlich, um das zu verstehen, muss man halt sehen, dass die Bands da nie irgendwie richtig pennen konnten. Und Slime war dann schon bekannter zu dem Zeitpunkt und hat dann halt irgendwie durchgedrückt bei dem Betreiber, Veranstalter, dass die halt irgendwie abends im Gasthof pennen wollten. Wir haben sowas überhaupt noch nicht gekannt, dass man das als Band überhaupt machen kann. Wir sind einfach nur mitgefahren und dachten, naja, irgendwo werden wir schon wieder unterkommen. Und wir haben angefangen zu spielen. Wir hatten unseren Spaß. Wir haben aber gemerkt, dass das Publikum nicht so richtig abgegangen ist. So, ne? Und dann kam Slime auf die Bühne. Wir haben unseren Set runtergeritten und dann haben auf jeden Fall die ersten Punks mit 20 Markscheinen im Publikum gewedelt. Und da war so eine ganz komische Atmosphäre. Ne? Und das lag daran, dass der Veranstalter unten an der Kasse saß. Tut ihm leid mit dem 10 Mark, die jetzt plötzlich kostet, aber Slime will so viel Geld haben. Das hat er halt den Leuten gesagt und dann dementsprechend haben die gesagt, okay, gehe ich rein, gehe ich nicht rein. Haben sie bezahlt, sind reingegangen, waren entsprechend aber ein bisschen angenervt halt von der ganzen Situation. Dicken hat ein paar Ansagen gemacht und das, was sonst funktioniert hat, hat überhaupt nicht funktioniert. Also die Menge, die war richtig heiß. Machten einige schon die Jacken auf, zeigten so die Knüppel, die sie irgendwie bei hatten, irgendwie so nach dem Motto, jetzt gibt es irgendwie gleich Alarm. Dann hatten wir natürlich immer unseren Einsatzkoffer mit abgesägten Billardkühls und standen dann hinten und dachten, wenn unsere Jungs hier irgendwie Ärger kriegen, unsere Kumpels, müssen wir natürlich irgendwie mit dabei sein. Und standen dann hinten mit unserem Billardkühls und haben dann gesagt, na, kommt doch. So, und dann wurde es aber langsam immer kritischer. Ich habe gedacht, okay, wir gehen jetzt mal raus und bringen erstmal unseren Bus in Sicherheit, bevor sie das Ding zerlegen. Dann bin ich halt raus, fahre den Bus weg, ein paar Häuserblocks weiter, irgendwie, keine Ahnung, in irgendeiner Dorfstraße, stell den Bus ab, komm zurück. Dann sind schon alle draußen. Und ich habe dann nur gehört, oh, da irgendein Idiot hat da drin mit Gassi sprüht. Und dann kam noch irgendeine Rockerbank-Ring und die wollte dann unbedingt irgendwie die Anlage raustragen. Und sowieso hat sie die Hamburger gesucht, um sie halt irgendwie zu verprügeln. Die waren dann irgendwie komplett geflüchtet. Keine Ahnung, ich habe sie jedenfalls nicht gesehen. Den Bus haben sie natürlich trotzdem gefunden, haben den Scheinwerfer eingeschlagen und haben vor allen Dingen, was besonders lustig war, die Hälfte vom Kennzeichen abgerissen. Und wenn du durch die Zone fahren wolltest, ohne Kennzeichen, war natürlich mies. Es war schon eine wilde Situation. Wie gesagt, Salzschlacht und Tränengas. Alle sind dann mussten erstmal weg und auf alle Fremdkörper wurde erstmal so eine Art Treibjagd veranstaltet. Das war dann halt auch so ein richtiger politischer Akt. So, was machen wir jetzt mit der Situation? Wir hauen euch alle aufs Maul, wir zerschlagen eure Anlage oder
wir haben jetzt hier noch ein bisschen Spaß und wir veranstalten so ein 1:1. Und dann, wer ist der Stärkste von euch? Wer ist der Stärkste von uns? So muss man sich das vorstellen, da wurde richtig debattiert. Dann bildete sich so ein Kreis und dann ist Heske vorgetreten und hat dann wie so ein Gladiator mit diesem blöden Rocker gekämpft. Und der Veranstalter dann, der hatte dann auch irgendwie, er meinte, naja gut, Slime, die sind irgendwie weg, dann kennt ihr doch in dem Hotel, ich hab's jetzt eh schon bezahlt. Und dann sind wir los, haben alles eingeladen, dann haben die uns mal Freibier ausgegeben, dann irgendwie so ein großer 2 Meter Typ mit Irokesen saß noch am Tisch und sagt, eigentlich seid ihr doch gar nicht so schlecht. Und als wir dann zu dem Hotel fahren wollten, irgendwie, da sahen wir hinten irgendwie jemand so durch die Felder laufen und dann meinte Shake irgendwie, den kennen wir, das ist der Dicken. Der Dicken ist dann irgendwie raus in die Felder getürmt irgendwie und seine Jungs sind irgendwie abgehauen und haben ihn da irgendwo hängen lassen. Und dann ist er halt, kam auf die Straße zu und dann haben wir gesagt, oh Dicken, und dann hat er sich einen Keks gefreut und dann haben wir ihn bei uns mit eingeladen. Die natürlich sich überhaupt nicht mehr kontaktieren konnten mit dem Rest der Band, weil damals gab es keine Handys und so. Alle wurden irgendwie vertrieben, alle sind durch irgendwelche Felder gelaufen, wurden irgendwie verfolgt und wie Rehe durch den Wald getrieben. Und naja, den haben wir dann getroffen und sind dann ins Hotel und haben dann überlegt, ja, was machen wir jetzt? So, erstmal pennen und am nächsten Tag haben wir gesagt, naja, du, wir haben noch diesen Gig in Stuttgart, dann machen wir den jetzt mit Dicken zusammen. Und Dicken hat gesagt, ja klar, dann fahren wir jetzt nach Stuttgart. Und so kam es dazu, dass wir dann am nächsten Tag, nachdem wir in Ampermoching so schon fast dran kamen, dann irgendwie nach Stuttgart gefahren sind. Sind da eingerollt. Der Veranstalter war natürlich, weil Slime ja ein bisschen bekannter war, nicht so amused, dass die heute gar nicht spielen. Ne? Und wir haben dann gesagt, wir machen das schon. Das Publikum war irgendwie zufrieden. Also ich habe jetzt keinen gesehen, der da irgendwie sauer war. Wir haben da irgendwie eine Punkrock-Show mit Dicken zusammen abgeliefert und dann war gut. Also bis wir dann dem Veranstalter dann in die Hütte sind und wollten unsere Kohle haben und dann hat er gesagt, ich wollte eigentlich Slime haben, ich weiß gar nicht, wer ihr seid. Für euch bezahle ich nicht. Und dann haben wir gesagt, Dicken, komm mal vor, der Typ hier ist Slime. Und jetzt Kohle raus. Und dann haben wir ein bisschen die Schubs und dann hat er bezahlt. So viel Geld haben wir noch nie für einen Gig bekommen wieder. Und wir haben sogar mal im richtigen Bett übernachtet. Oh ja. Okay, reicht, ne? Aber ist auch. Ja, so war das. Ampermoching, die Geburtsstunde des Kommerzvorwurfs. Man muss natürlich auch nochmal überlegen, also was für Summen wir reden. Über was für Summen wir reden? Wir reden über 10 Mark, ne, von der Band aus Hamburg und aus Berlin. Also alleine der Spritgeld kostet wahrscheinlich davon die Hälfte oder was. Ja, aber das war schon so, ja, und diese Kommerzvorwürfe, das ist auch wirklich, also wie gesagt, also ich denke immer, dass es ein deutsches Problem ist. Denn ich bin ziemlich viel in Glasgow und bin da auch ein bisschen in der Musikszene. Und wenn da eine Band bekannt wird, dann freut man sich mit. Man achtet zwar sehr drauf, ob die Eintrittspreise jetzt exorbitant steigen und die T-Shirt-Preise exorbitant steigen, ob die weiterhin Soli-Konzert spielen, wenn sie es vorher auch gemacht haben und so. Aber wenn dem so ist, dann freut man sich mit. In Deutschland gibt es immer diese Tendenz, gerade linke Bands irgendwie also dermaßen in den Arsch zu ficken, dass die irgendwann keinen Bock mehr haben. So wie Margus Wiebosch von Ketka, der einfach keine politischen Songs mehr macht. Macht er nicht mehr. Unter anderem glaube ich auch deshalb. So, ne? Damit ist es schon schwer umzugehen manchmal. Denn es gibt Phasen in meinem Leben, unter anderem jetzt wieder, wo ich vom Amt lieb. Ne? Und wenn du dann noch einen Kommerzvorwurf kriegst, so, ne? dann musst du ein dickes Fell haben. Ich kann manchmal drüber lachen. Aber es gibt auch Tage, wo ich nicht drüber lachen kann. So, wenn du liest, irgendwie, ja, Dicken ist ja zu Missglückte Welt, hat praktisch also Ablöse gekriegt, ist von Slime zu Missglückte Welt gegangen, weil er da mehr Geld verdient. Ich meine, wir haben bis heute mit der EP noch nicht 1 Cent verdient. So, ne? Das ist schon, manchmal ist es schon. Manchmal trifft es einen dann doch ins Herz. Ich habe eigentlich ein dickes Fell über all diese Jahrzehnte mir zugelegt. Aber diese Ampermoching-Geschichte ist schön, vor allen Dingen, weil der Rest der Band ist weg. Und ich stehe also am nächsten Abend in Stuttgart mit der Betonkombo auf der Bühne. Aber wie die Jungs schon sagen, also das Publikum in Stuttgart hat das irgendwie geil gefunden. Wir haben da eine Show abgeliefert und ja, das war okay so. Ne? Aber das war schon heftig. Dann kommt da noch so eine Rockergang, so eine bayerische Dorfrockergang, die sich in die ganze Geschichte auch noch einmischt. Und Heske, der Sänger von der Kombo, ist halt verrückt. Er hat gesagt, okay, dann wird das jetzt hier ausgeboxt. So wie bei den Hulze.
völlig bescheuert. Auch im Nachhinein sensationell. Amper Moching werde ich nie vergessen, diesen Ort. Ja, gibt's auch eine Doku über diesen Gasthof. Das ist irgendwie so ein Rückzugsort gewesen, wo sich zuerst so ein paar Hippies da irgendwie von der Stadt München haben sich in dieses Dorf zurückgezogen, weil in der Stadt war das denen irgendwie zu heiß und haben da so ihr autonomes Zentrum aufgebaut. Ja, hattest du denn diesen Kommerzvorwurf, hast du den selber auch mal Bands gemacht sozusagen? Ich erinnere mich da an so eine The Clash-Anekdote. Ja, das Leben präsentiert einem auch Rechnung, ne? Ihr kleinen Scheißer, das könnt ihr euch mal in die Ohren schreiben, ihr Süßen, das ist so. Dinge, auf die ich nicht stolz bin in meinem Leben. Die Clash haben damals, die sind gewechselt, ich glaube sogar zu Sony oder zu CBS. Und es gab eine linksradikale Anarcho-Band aus England, die hießen Crass. Und die hatten so eine Art Hit und haben sie gesungen, CBS promotes the Clash, but it ain't for revolution, it's just for cash. Und das war so eine Hymne von uns. Dann haben sich viele Leute von den Clash abgewandt, dann kam London Calling, wo sie musikalisch dann auch ein bisschen einen anderen Weg gegangen sind. Und eigentlich super geil, eigentlich sensationell. Und dann spielen die in der Markthalle in Hamburg. Da gibt es auch tatsächlich auch ein Bootleg von, wo man den ganzen Ärger auch drauf hört. Unglaublich, ein Vinyl-Bootleg. Joey Strummer wurde am Ende noch verhaftet, weil er sich nicht mehr anders zu helfen wusste, als einem mit einer Gitarre den Gitarre über den Kopf zu ziehen, weil die Bühne sollte auch gestürmt werden. Und Dinge, auf die ich nicht stolz bin in meinem Leben, jahrelang war das Sänger-Mikro von Joey Strummer bei uns im Slime-Übungsraum, weil das wurde nach hinten durchgerechnet, das verschwand, glaube ich, in der Elbstasche, wenn mich nicht alles täuscht. Bin ich nicht stolz drauf. Ich hatte immer gehofft, dass wäre möglich gewesen zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass wir irgendwo auf einem Festival mal, wir haben mit Ramones zusammengespielt, warum nicht mal mit den Clash? Und ich bin mir sicher, dass ich die Eier in der Hose gehabt hätte und wäre zu Joey Strummer hingegangen. Ja, ich gesagt, pass auf, Digga, dann baller mir so eine rein. Ich bin eines dieser Arschlöcher damals gewesen, aber so war die Zeit. Dann starb er mir leider weg, sodass ich das nie machen konnte. Hab dann aber ein Interview später gelesen, wo Joey Strummer über diesen Abend befragt wurde und er sagt, das war lots of raw energy. Die hätten wir nur in die richtigen Bahnen lenken müssen. Also Joe Strummer war einfach auch ein großartiger Typ und der hat das dann allerdings auch mit Abstand, konnte er dann dem Ganzen auch irgendwie dann, ja, tatsächlich auch noch ein Lächeln abgewinnen oder so. Ne? Aber das war ganz klar, ich weiß, dass wir da auch, da waren wir auf der Seite, haben gesagt, ihr seid Kommerzarschlöcher. So, ne? Ja, Quittungen, die das Leben präsentiert. Nicht? Wie fühlt man sich denn in so einer Situation wie Amper Moching, wenn da ein paar hundert Leute vor dir stehen, die quasi die dir auf die Fresse hauen wollen, die den... Ja, es ist eigentlich klar, dass du da nicht mehr diskutieren brauchst. Ne? Also da hilft dann auch keine Diskussion mehr, wenn der Veranstalter selber mit dem Geldschein da unten steht und winkt. Ne? So, weil du es gewagt hast, mal einmal nicht im vollgepissten besetzten Haus zu pennen, Digga. Sondern du einfach in der Pension, ne? Also ich meine im Dorfgasthof. Wir müssen immer gucken, wovon reden wir. Wir reden ja nicht vom Holiday Inn in München dann oder was, sondern vom bekackten Dorfgasthof. Da hilft dann auch keine Reden. Ja, da muss man sich dann irgendwie gerade machen, so wie Heske das dann am Ende auch gemacht hat daneben. Ne? So Diskussionen helfen da dann irgendwie nicht. Aber das stimmt, was Lobster erzählt. Wir sind nämlich hinterher dann nochmal wieder in die Kneipe rein. Und dann kommt so ein Macho-Männer-Ding. Oh, ihr seid irgendwie doch ganz cool. Ihr habt euch gerade gemacht. Da war das dann wieder okay. Betonkung und ich waren dann wieder okay. So weit, ne? Ja. Ich meine, es ist ja auch... Ja, wenn man zwei Konzerte hintereinander spielt, dann kann man auch so ein bisschen ruhigen Schlaf auch ganz gut gebrauchen. Ja, es gibt eben diesen merkwürdigen Ansatz in der linken Szene zu glauben, dass muss ich also erstmal, dass du, bis du auf der Bühne stehst, irgendwie nicht proben musst, dass das alles kein Geld kostet, dass dir die Gitarren geschenkt werden, die Übungsräume werden dir bezahlt, die Spritgelder werden dir bezahlt. Ich will das jetzt auch nicht übertreiben, es bringt ja auch einen riesen Bock. Ne? Aber wenn dir dann immer da so ein Vorwurf gemacht wird, wo du denkst, Alter, was sind denn das immer noch für Eintritts? Mal guckt euch bitte mal die Eintrittspreise an oder was. Ne? So, Slime sind immer noch im Teppich geblieben, Swiss bleibt auf dem Teppich, ist am absolut unteren Rand jetzt für die Sporthalle in Hamburg. So, und das sind doch die Kriterien, nach denen ich gucke. So, und dann sind das doch keine Kommerzschweine oder was. Ne? Und ein Musiker muss ja auch seine Miete bezahlen. Ich meine, wovon bezahlst du, Blödmann, der mich anblökt, du dämlicher Internet-Troll? Woher nimmst du dir das fucking Recht raus, Alter, mich anzupissen, der von
vom Amt lebt und du selber. Elf hat mal, da gab es so einen Typen, der dann tierisch rumgenervt hat. Und der hatte aber sein Profilfoto bei Facebook. Dann hat Elf mal geguckt, wo der arbeitet. Und dieser Typ, der uns total angepisst hat, weißt du, wo der gearbeitet hat? Oder wahrscheinlich heute noch arbeitet? In der Panzerzulieferungsfirma. Yo, Digga, und jetzt kommst du. Da sitzt ein Typ, der arbeitet für die Waffenindustrie und macht eine Band wie Slime, die versucht zu überleben und ab und zu mal davon in Urlaub zu fahren und sich eine Jeans zu kaufen an. Das musst du dir vorstellen. Geiles Ding. Ja, das, und das bringt es dann irgendwie auch so ein bisschen auf den Punkt. Ne? So. Ja. Klar, natürlich, das Recht zu gucken, wie gesagt, gerade wenn Bands erfolgreich werden, ne, spielen sie weiter Soli-Konzerte, wie Swiss jetzt gerade in Ukraine Soli-Konzert gespielt hat. Wir haben mit Slime immer wieder Soli-Konzerte gespielt. Wir haben die Einnahmen von der Single der Todesheimmeister aus Deutschland auf der Rückseite Schweineherbst oder umgedreht, wie du willst. Diese Einnahmen haben wir der Antifa gespendet. Aber irgendwie, das nützt irgendwie alles nichts. Ne? Das sind, und gerade jetzt durch dieses Medium, natürlich Internet und Kommentarspalten, können sich da Leute auskotzen, wo du denkst, Alter, wer bist du eigentlich? Mit welchem fucking Recht glaubst du eigentlich, mich irgendwie anpissen zu können in einem Punkt, der sowas von schräge ist und sowas von out of jeder Logik ist? So, ne? Wie gesagt, manchmal riecht es mich auf, manchmal geh nicht drüber. So, ne? Tja. Gab es denn da vor dem Internet, also jetzt ein Aufeinandertreffen mit solchen Leuten haben wir ja gerade gehört, aber gab es da öfters mal solche? Nee, außer Ampermochen. Ampermochen steht wirklich so ein bisschen für sich. Ne? Dann ansonsten haben Leute den Eintrittspreis gezahlt und es sind ja, ich meine, das sind dann deine Fans. Ne? So. Und ich bin immer vor den Konzerten und nach den Konzerten auch an Merchstand gegangen, an Tresen gegangen, weil ich das direkte Feedback der Leute auch immer brauche. Ne? Also das Gejubeln nach den Songs, hoffentlich, das ist das eine, aber ich will auch immer die persönlichen Gespräche haben. Und wenn dann mal jemand sagt, ey Leute, Mensch, könntet ihr nicht mal wieder ein Soli-Konzert, euer letztes ist von, weißt du, so. Und dann lasse ich mich da auch auf eine Diskussion ein. Aber im Grunde genommen, so in dieser Form steht Ampermoching für sich. Ampermoching. Die Stimmung wurde echt aggressiv, nicht aggressiv gegen uns, aggressiv gegen die Wärter, die da standen, die merken das auch. Freunde und Helfer hier in einer großen Anzahl in diesem Gebäude unten. Ihr wisst ja, dass einige Songs von uns verboten sind und genau deswegen. Und für euch da unten spielen wir jetzt Polizei als ASS. Und wenn Sie glauben, Sie können das wie Ihre Freunde die Ärzte machen und lassen das Publikum das singen, Claudia Schäferhund, Geschwisterliebe, auch dann. Ja, irgendwie jeder aus der Punk-Szene glaubt, er hat die Deutungshoheit über den Begriff Punk, was natürlich auch völlig kokolos ist natürlich. Ne? So, aber klar, für mich ist sicherlich ein Grundfall, ein existenzieller Bestandteil von Punk ist natürlich... Deutschland muss sterben, damit wir leben können.